Ja, schönen guten Abend in die Runde. Wir haben heute die Frau Tanja Estler-Zieler vom Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv zu Gast. Sie wird uns das Wirtschaftsarchiv und was damit zusammenhängt, was Wirtschaftsarchive zum Teil auch machen, nahe bringen. Und im Anschluss an ihren Vortrag, denke ich, haben wir auch noch Zeit zu diskutieren. Und Sie dürfen gerne loslegen. Ja, dann wünsche ich erstmal allen einen guten Abend. Und ja, wie Sie schon gehört haben, arbeite ich in Berlin im Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv. Das mache ich jetzt seit 4 Jahren. Und Herrn Musolf kenne ich privat, weil er bei uns im Archiv öfters mal gesessen hat vor Corona und recherchiert hat. Und auch bei einem Projekt von uns mitgemacht hat zu Industriespaziergängen. Ja, warum bin ich eigentlich hier? Sie sind ja alle Familienforscher, Sie kümmern sich um Familiengeschichte, wir sind ein Wirtschaftsarchiv und ich möchte Ihnen eigentlich nahebringen, was denn ein Wirtschaftsarchiv oder was überhaupt Wirtschaftsarchive zur Familiengeschichte beitragen können. Bei uns klingelt häufig das Telefon und dann sagt mir irgendjemand, ja, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, meine Onkel, meine Tante, wer auch immer, hatte ein Unternehmen in Berlin irgendwie 1920, vielleicht auch 1900 oder 1897 und er oder sie möchten dann weitere Informationen haben. Und das zeigt immer wieder sehr deutlich, wie stark die Familiengeschichte mit der Arbeitswelt und dadurch auch mit Unternehmensgeschichte zusammenhängt. Dass vor allem, wenn es Familienunternehmen sind, die eine lange Tradition haben, wo immer wieder die Enkel oder die Enkelinnen und Töchter und Söhne und so weiter das weiter übernehmen. Ich möchte im Folgenden Ihnen die Aufgabe eines regionalen Wirtschaftsarchivs aufzeigen und Ihnen an ausgesuchten Beispielen zeigen, welche Bestände für Sie als Familienforscher hilfreich sein könnten. Beginnen möchte ich aber mit einem Überblick über die regionalen Wirtschaftsarchive in Deutschland. Danach stelle ich das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv und ausgesuchte Bestände vor. Wir haben zurzeit 10 regionale Wirtschaftsarchive neben den ganzen zahlreichen Unternehmensarchiven, die es gibt. Und diese finden Sie hier in diesem Wirtschaftsarchivportal. Das ist das Online-Verzeichnis der Wirtschaftsarchive im deutschsprachigen Raum. Und hier finden Sie zu den Unternehmensarchiven die Adresse und auch Ansprechpartner und zum anderen halt auch diese regionalen Wirtschaftsarchive. Das ist die Auflistung der zurzeit bestehenden. Ich muss das so ein bisschen betonen. Es gibt immer mal wieder welche, die wegfallen oder es kommt auch mal wieder eins dazu. Es gibt auch einige, die im Moment am Wackeln sind. Das hängt damit zusammen, dass es oft private Archive sind oder Archive, die von der IHK gegründet und der IHK zu teuer werden. Deswegen betone ich das so, das sind die, die es im Moment gibt. Das älteste Wirtschaftsarchiv ist das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv, also das, was heute eine Stiftung ist, Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln. Es nahm 1906 als Gründung der Handelskammer den Betrieb auf, mit Ausnahme des Sächsischen Wirtschaftsarchivs, das 1996 gegründet wurde, und des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs, was 2009 gegründet wurde, sind alle Wirtschaftsarchive eine Gründung der jeweiligen Handelskammer. Als zweites wurde 1941 das Westfälische Wirtschaftsarchiv, heute auch eine Stiftung, gegründet. In den 80er Jahren folgten dann das Wirtschaftsarchiv in Baden-Württemberg, Stuttgart-Hohenheim, das ist an der Universität Hohenheim angegliedert, und das Bayerische Wirtschaftsarchiv in München ist 86 gegründet. In den 90er Jahren kommen dann dazu das Hessische Wirtschaftsarchiv in Darmstadt, das ist dieses hier, und das Sächsische Wirtschaftsarchiv dann 93 in Leipzig. Dann in den Jahren 2009 und 2010 folgen dann die Wirtschaftsarchive in Berlin, Hamburg und Thüringen.
Kommen wir zu den Aufgaben, die das BBWA hat. Ja, was machen wir? Zunächst mal ist ganz wichtig, dass wir ein privates und kein staatliches Archiv sind. Wir finanzieren uns somit durch durch die IHK, die ihre Bestände bei uns liegen hat, und aber auch durch andere Bestandsgeber und durch Spenden, also oder Drittmittelprojekte. Und wir sammeln und archivieren Schriftgut, Druckerzeugnisse, Fotos, Tonträger, Filme und kleinere Objekte von noch bestehenden und erloschenen Unternehmen und Verbänden. Wir erschließen die Bestände, die zu uns kommen, und bereiten sie so weit auf, dass über Veröffentlichungen unsererseits viele interessierte Personen einen Einblick in die Wirtschaftsgeschichte Berlins und Brandenburgs erhalten. Wir beraten Unternehmen, Vereine oder Privatpersonen, wenn sie selbst ein Archiv aufbauen wollen. Und wir machen Projekte mit Schülern, Studenten. Wir organisieren Ausstellungen, wir machen Veranstaltungen, wir publizieren zum Thema Wirtschaftsgeschichte und tragen auch so zur historischen Bildungsarbeit bei. Hier haben wir mal ein paar Zahlen zu unseren Beständen. Es sind inzwischen 2100 Laufmeter. Und der Schwerpunkt sind unsere Unternehmensbestände. Besonders groß der IHK und die IHK-Unternehmensmitgliedsakten von 1945 bis 1995. Dort finden sich 380.000 Unternehmen. Wir haben Nachlässe, Vereine, Verbände, klar, und wir haben einen umfangreichen Sammlungsbestand mit einer Briefkopfsammlung, Wertpapiere, Speisekarten, Werbemittel und noch vieles mehr. Ende 2021 hatten wir rund 568.000 Datensätze. Was ich Ihnen als erstes zeigen möchte, ist ein Beispiel aus den Unternehmensmitgliedsakten der IHK von 1945 bis 1995. Wie gesagt, es sind 380.000 Akten von allen Unternehmen West-Berlins, die IHK-pflichtig gewesen sind. Hier finden sich häufig Geburtsdatum und Sterbedatum der Eigentümer oder Gesellschafter. Einige Akten wurden um Korrespondenz, Zeitungsausschnitte, Fotos, Prospekte und weitere Informationen über das Unternehmen bereichert. Das liegt an dem jeweiligen IHK-Mitarbeiter. Das heißt, wir haben hier auch Dinge drin, die über eine reine Handelsregisteranmeldung hinausgehen. Es sind also hier relativ viele personenbezogene Informationen zu finden. Wir hatten jetzt letztens eine Anfrage nach einem Fritz E. Groner, von dem die Nutzerin nur wusste, dass er als Gutachter für jüdisches Kultgerät sowie Gold- und Silberobjekte zu Wiedergutmachungsverfahren berufen wurde. In den Unternehmensmitgliedsakten der IHK haben wir tatsächlich zwei Akten zu ihm gefunden, in denen er eine Rolle spielt. In seiner eigenen IHK-Akte finden sich ein umfangreicher Schriftwechsel zwischen der IHK und verschiedenen Fachverbänden über seine Zulassung als Kunstaktionär, seine Laufbahn als Sachverständiger für Juwelen, Gold und Silberwaren und über sein eigenes Unternehmen, ein Groß- und Einzelhandel mit Juwelen Fritz E. Groner. Da sehen Sie also auch von ihm hier von 1958 einen Briefbogen. Das ist etwas, was für uns ja mal ganz wichtig ist, dass wir dann auch mal sichtlich haben, aha, wie hat der eigentlich firmiert. Dieser Briefkopf bei dieser Akte war auch ein Lebenslauf von 1959. Den sehen Sie hier. Wahrscheinlich können den nur die Leute lesen, die an einem Fernseher jetzt sitzen oder an einem sehr großen Bildschirm. Es geht aus diesem Brief hervor, dass er 1913 geboren ist, aus einem jüdischen Elternhaus stammt, bis 1941 auch als Zwangsarbeiter beschäftigt war und dann in die sogenannte Illegalität, wie er das nennt, geht und auch dort gelebt hat und das Dritte Reich überlebt hat in Deutschland und welchen Berufen er dann 1945 nachgegangen ist. Und da gehört unter anderem natürlich auch dieser
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Juwelen, Gold und Silberwaren dazu. Zudem erfahren wir aus diesen Vordrucken der IHK, dass er 1982 seinen Groß- und Einzelhandel mit Juwelen und Gold- und Silberwaren abgemeldet hat. In einer zweiten Akte, die im Zusammenhang mit der Juwelenauktion Theodor Brucher steht, erfahren wir dann, dass Herr Groner 1983 verstorben ist. Ist eine ganz interessante Akte. Es gibt noch einiges an Details, wie er sich halt auch bemüht hat, nach 45 auch wieder Fuß zu fassen. Und ja, also war sehr erstaunt, dass wir da eigentlich so viel gefunden haben. Es ist nicht immer so. Wir haben immer Akten, wo es auch nur ein oder zwei Blätter gibt. Wir haben sogenannte Perlen. Das sind dann auch Akten, die über drei oder vier Ordner gegangen sind. Und deswegen ist das jetzt eine kleine Akte, aber auch schon mit relativ vielen Informationen. Den zweiten Bestand, den ich Ihnen vorstellen möchte, oder einen Teil aus diesem Bestand, ist die Handwerksrolle der Berliner Handwerkskammer, die wir seit 2 Jahren jetzt haben. Im Bestand sind circa 115.000 Karteikarten, also Handwerksrolle, lassen Sie sich nicht täuschen, das sind Karteikarten zu Handwerksbetrieben aller Art aus dem Zeitraum von 1902 bis 2000. Ein Großteil dieser Karteikarten sind alphabetisch sortiert. Allerdings finden sie sich in verschiedenen Karteikästen getrennt nach Handwerksrollen, Altkartei, Abgänge, Ost und West. Zudem gibt es noch 7 Umzugskartons, die nicht sortiert und zum Teil angeschimmelt sind. Sie enthalten Informationen zu den Produktionsgenossenschaften des Handwerks und sollen in den nächsten 2 Jahren gereinigt, digitalisiert und erschlossen werden, wenn wir die Gelder dafür bekommen, was sich in den nächsten Wochen herausstellen wird. Sie sehen hier eine Karteikarte, die aufgrund des heutigen Vortrags blind gezogen wurde und dann überraschenderweise zu einer spannenden Geschichte führte. Die Karte zeigt, dass Hermann Lehkamp, also geht um die Firma Gebrüder Lehkamp Malerei in Tempelhof in der Schönburgstraße 4. Hermann Lehkamp, Eigentümer oder Inhaber dieses Unternehmens, ist am 30.01.1889 in Vöckingshausen geboren. Und wir erfahren hier oben, dass er am 23.07.1965 verstorben ist und dass sein Sohn Karl-Heinz Lehkamp das Unternehmen übernommen hat. Zudem gibt es Hinweise auf eine frühere Handwerksrolle, also eine frühere Karteikarte. Und es gibt auch noch eine relativ spannende, also für uns spannende Rückseite, dass nämlich die Gebrüder Lehkamp seit 1922 im Handelsregister stehen. Das ist bei kleinen Handwerksbetrieben eher ungewöhnlich. Wir haben uns überlegt, warum das eigentlich so ist. Also zum einen könnte er Vollkaufmann gewesen sein, dann wird er auch handelsregisterpflichtig oder aber er hat einen besonders hohen Umsatz gehabt. Das kann also auch gewesen sein. Also ich habe mir dann aus Neugier weitere Karten, also die Altkarte sozusagen gezogen und habe die von 1930 auch gefunden und die handschriftlichen Dinge, die hier stehen, haben wir aber auch auf der vorherigen Karte gesehen. Anders ist das auf der Rückseite. Hier erhalten wir den Hinweis, dass er Parteigenosse oder ja, ich nehme an, dass PG Genosse heißt, warum auch immer die Nazis das so genannt haben oder die danach. Und hier steht aber auch, dass er rehabilitiert wurde mit einer Nummer und vom 4.9.48 von einer Tempelhof-Kommission. Und außerdem wissen wir noch, dass seine Privatansichtsschrift sich verändert hat. Und wir haben auch noch mal diese Amtsgerichtsnummer und dass er bei der IHK, also im Handelsregister ist. Hinter dieser Karte habe ich dann noch eine weitere gefunden, nämlich die von Karl-Heinz Lehkamp, von dem wir dann hier erfahren, dass er am 27.06.2018
geboren ist, und zwar in Berlin, ebenfalls Maler ist und sein Betriebssitz in der Schönburgstraße 11 ist. Also wir hatten ja vorher Schönburgstraße 4 und er sitzt in der Schönburgstraße 11. Er ist Malermeister laut Zeugnis vom 14.11.47. Das finden wir hier. Und er war kein Parteigenosse. Auf der Rückseite findet sich hier nichts, aber ich habe noch eine weitere Karte gefunden zu Karl-Heinz Nekamp. Und die zeigt uns, dass es seit 1965 eine neue Handelsregisternummer gibt für die Firma Gebrüder Nekamp. Und dass die Selbstständigkeit zum 31.12.1988 aufgegeben wird und der Nachfolger die Gebrüder Lekamp sind. Also ich nehme an, es gab zwischendurch mal eine Umfirmierung, von der wir jetzt hier erstmal nichts gefunden haben. Und wir haben jetzt plötzlich hier einen Hermann Rudolf Lekamp als Inhaber. Auf der Rückseite haben wir aber wieder diese Inhaber Karl-Heinz Lekamp vom 28.10.65. Das ist so noch so ein bisschen wischiwaschi gewesen. Es gibt noch weitere Karten, die ich Ihnen aber aus datenrechtlichen Gründen nicht zeigen kann. Das Archivgesetz bestimmt nämlich, dass Personendaten entweder bis 100 Jahre nach der Geburt oder 70 Jahre nach der Entstehung der Akte oder bis zu 10 Jahre nach dem Tod zu sperren sind. Auf dieser weiteren Karte, gibt es noch Personen drauf, die noch leben könnten. Was ich Ihnen aber erzählen kann, ist, dass 1987 das Unternehmen von Hermann Rudolf Lekamp übernommen wurde und der Betrieb zunächst am 10. Januar 1990 eingestellt wurde. Da ich neugierig bin, habe ich natürlich dann auch mal im Handelsregister geguckt von 1929. Da habe ich die Gebrüder Lekamp auch drinne gefunden, auch mit dem Hinweis hier, dass sie seit 1922 dort verzeichnet sind, in der Schönburgstraße 4. Und ich habe auch noch mal 1980 geguckt, da ist es dann Karl-Heinz Lekamp und auch noch in der Schönburgstraße 4. Ich habe dann auch die IHK-Akte gezogen. Die Handelsregistereinträge bestätigen die meisten Daten auf den Karteikarten. Allerdings soll Hermann Rudolf Lekamp das Unternehmen erst 1989 übernommen haben. Zudem findet sich in dieser Akte ein umfangreicher Schriftverkehr zur Neugründung eines Unternehmens, Lekamp Malereibetrieb GmbH zwischen 1991 und 92. Inzwischen habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht, Moment mal, Schönburgstraße 4, das ist bei mir doch direkt um die Ecke. Und wohnt da nicht jemand, den ich kenne? Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich habe da auch mal was fotografiert an der Fassade. Und tatsächlich, ich hatte tatsächlich vor 2, 3 Jahren diese Fassade schon mal fotografiert, weil mir das Schild des Malermeisters oder beziehungsweise die Buchstaben, die sich dort auf der Fassade befinden, gefallen haben. Und ich gedacht habe, ich könnte da mal nachrecherchieren, was ich nie getan habe. Und in der Schönburgstraße 4 wohnt tatsächlich ein älterer Herr, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und deswegen war ich auch in dem Haus und habe das natürlich auch bemerkt. Und den habe ich dann angerufen. Und er erzählte mir, dass er die Lekamps tatsächlich kennt oder schon immer kann. Der wohnt schon seit 30 Jahren in dem Haus, dass er in der Wohnung der Mutter des jetzt noch lebenden Lekamps wohnt und dass dort, also, dass da ganz viele Politiker auch immer früher ein- und ausgegangen sind, dass Willy Brandt dort gewesen wäre und dass überhaupt eine sehr starke in Richtung SPD-Geschichte dort stattgefunden hat und macht mich jetzt demnächst bekannt mit dem Herrn, dem das Haus auch gehört. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Den Lekams gehört auch das Haus schon sehr lange.
Und dann hoffe ich, dass daraus eine runde Geschichte wird und ich vielleicht auch noch mal in unserem Archivspiegel einen Artikel über diese Gebrüder Lekamp Dekorationsmalerei schreiben kann. Ja, was haben wir noch an Beständen mit personenbezogenen Informationen? In allen Beständen finden sich natürlich immer personenbezogene Informationen, aber wir haben tatsächlich zwei Bestände, die hauptsächlich oder die sehr viele Personalakten enthalten. Das ist einmal das VEB Braunkohlenwerk Finkenhert, was ich persönlich für einen super spannenden Bestand halte, weil es hier hauptsächlich um Ostarbeiter auch geht. Etwas, was noch nicht von den Forschern sehr stark bearbeitet ist. Wir haben hier sehr viele Fotos von den Mitarbeitern, von ihren Familien, die tatsächlich in den Personalakten drin waren. Geschichten über die Kinder zum Teil, wann die krank gewesen sind, mit wem sie verheiratet waren, die Mitarbeiter, was die Frauen beziehungsweise also die Ehemänner oder Ehefrauen jeweils gearbeitet haben. Also sehr, sehr viele Informationen über Einzelpersonen. Und dann haben wir noch Berliner Eisen und Stahl GmbH, also der VEB Braunkohlenwerk Finkenhert, sind Informationen von 1934 bis 1988. Und Berliner Eisen und Stahl GmbH haben wir auch sehr viele Personalunterlagen. Von 1896 bis 2001 läuft der gesamte Bestand. Die Personalakten sind allerdings jüngeren Datums und sind zum Teil halt noch gesperrt oder die meisten sind noch gesperrt. Spannend sind auch viele Dokumente und Fotos zu Persönlichkeiten aus der Zirkuswelt, die sich im Zirkus Busch Archiv, also in dem Nachlass von Martin Scharf, befinden. Wir haben hier ungefähr 13.000 Fotos, die jetzt auch schon in der Deutschen Digitalen Bibliothek zu finden sind. Aber auch hier konnten wir wegen der Persönlichkeitsrechte nicht an jeden Datensatz ein Foto anhängen. Aber zumindest haben wir sehr, sehr viele Informationen über Artisten und andere Persönlichkeiten aus diesem Bereich, auch aus Zeitungsausschnittsammlungen und aus Nachlässen anderer Sammler, die dem Martin Scharf irgendwann mal übergeben worden sind. Auch unsere Sammlungsbestände enthalten zum Teil personenbezogene Daten. Da ist die Briefkopfsammlung natürlich eine ganz wichtige Teil. Und wir haben neuerdings eine Sammlung Druckgewerbe Berlin. Wir bekommen jetzt auch noch mal einen größeren Bestand zum Druckgewerbe, wo wir hoffen, dass da auch noch einiges drin ist. Wir haben sehr viele Geschäftsberichte. Wir haben Werbemittel. Wertpapiere sind nicht so sehr Personen bezogen und wir haben Werbesammel- und Reklamemarken. Ich möchte Ihnen aus einem Sammlungsbereich etwas zeigen, die möchte ich Ihnen auch ganz gern vorstellen, und zwar ist das unsere bestandsergänzende Sammlung. Hier finden sich Kleinstbestände, genealogische Unterlagen von Einzelpersonen und Bestände, die zwar als Unternehmensbestand bei uns liegen, aber aus einer anderen Provenienz kommen. Was bedeutet das? Ein Archiv ist immer das Provenienzsystem. Also wir sagen ganz einfach, wir bekommen jetzt von einem Unternehmen den Bestand oder den Nachlass oder den Vorlass oder wie man es auch immer nennen möchte. Und dann ist die Provenienz der, der es abgegeben hat, also entweder ein Verwandter oder jemand, der dort gearbeitet hat, oder halt dieses Unternehmen selbst, wenn es es noch gibt. Wenn jetzt aber Herr Müller-Meyer-Schulze kommt und sagt, oh, ich habe da früher auch gearbeitet in dem Unternehmen und ich habe da noch ganz viel in meinem Keller liegen und wollen Sie das haben, dann sagen wir natürlich nicht nein. Aber wir können es nicht zu dem Bestand dazulegen, weil es ist eine andere Provenienz. Es ist ja von Meyer Müller Schulze. Und deswegen gibt es die bestandsergänzende Sammlung. Was Sie hier sehen, ist jetzt keine Sache aus irgendeinem Bestand, sondern das ist wirklich ein Kleinstbestand. Es sind die Unterlagen des 1922 geborenen Edmund Wisniewski, der von 1937 bis 1940 eine Lehre als kaufmännischer Angestellter bei der Zahnradfabrik Friedrich Stolzenberg in Berlin-Reinickendorf gemacht hat.
Aus den verschiedenen Schreiben, die hier vorliegen, geht hervor, dass er bis 1941 bei Stolzenberg angestellt war und danach in die Wehrmacht eingetreten ist. Bei diesen Unterlagen finden sich eine Ehrenurkunde, das ist diese hier, zu einem Wettkampf der Deutsche Handel im Berufswettkampf aller schaffenden Deutschen von 1939. Wir haben einen Lehrvertrag hier. Wir haben das Abschlusszeugnis der zweijährigen Handelsschule und das Mitgliedsbuch der Deutschen Arbeitsfront. Es gibt noch mehrere Schreiben, also es gibt nicht nur dieses eine hier, nicht nur das Lehrzeugnis, sondern auch noch ein Schreiben, aus dem hervorgeht, dass er halt angestellt worden ist und dann, dass er das Unternehmen verlässt, um zur Wehrmacht zu gehen. Die Unterlagen sind uns von seiner Tochter übergeben worden, die mir dann auch erzählt hat, dass er 2005 verstorben ist und dass er vor allem nach dem Krieg gar nicht mehr als kaufmännischer Angestellter gearbeitet hat, sondern zur Polizei ging und dort sein Leben verbracht hat. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch eine sehr wichtige Quelle aus unseren Bibliotheks- und Zeitschriftenbeständen zeigen. Es handelt sich hier um die Berliner Wirtschaft, Mitteilung der Industrie- und Handelskammer, die uns von 1951 bis heute vorliegen. Es gibt auch noch Vorgänger dazu, die haben wir auch. Aber von 1951 bis heute heißt das tatsächlich die Berliner Wirtschaft. Ab 2014 kann die Zeitschrift digital auf der Webseite der IHK gelesen und durchsucht werden. Davor ist sie leider weder digitalisiert noch indexiert. Ein Beispiel von 1958 zeigt aber, dass es in jeder Ausgabe Firmennachrichten gibt. Ich nehme an, die meisten von Ihnen können das nicht lesen. Deswegen habe ich mir das vergrößert nochmal hierher gelegt. Zum Beispiel sagt dieser erste kleine Artikel hier: Die Zahnradfabrik Winde, Lahne und Co. konnte am 1. April auf ein 50-jähriges Bestehen zurückblicken. Sie wurde 1908 von Max Winde in der Warschauer Straße gegründet, während des Krieges total zerstört und im Jahre 1945 in Berlin-Britz wieder aufgebaut. Das Unternehmen, das durchschnittlich 30 Arbeitnehmer beschäftigt, wird seit dem Tod des Gründers im Jahre 1950 von dem Sohn Georg, der Alleininhaber der Firma ist, weitergeführt. Also hier erfährt man schon zu einem Unternehmen schon ein paar wichtige Daten. Zudem haben die auch immer Personalien. Hier haben wir zum Beispiel über Wilhelm Kunert, 50 Jahre bei Raven. Er ist der persönlich haftende Gesellschafter von Raven und Co. KG. Und hier wird halt beschrieben, was das für ein Unternehmen ist und was die so machen in Berlin. Und vielleicht auch nochmal als Beispiel, also es gibt auch immer wieder natürlich Beschreibungen von Jubiläen oder überhaupt von Firmen. In diesem Fall ist es die Schuhfabrik Anton Sartorfsky, die am 1. Mai 50 Jahre alt wird. Also sie ist, das Unternehmen ist 1925 von Paul Pabst. Das Unternehmen, in dessen Geschäftsleitung 1925 Paul Pabst, der Schwiegersohn, jetzige Mitinhaber, eingetreten ist, hatte sich bis zum Zweiten Weltkrieg zu einer der angesehensten Hausschuhfabriken Berlins entwickelt. Und jetzt wird halt beschrieben, was sie noch so gemacht haben. Und am Ende der Gründer Anton Sartorfsky, der im Herbst dieses Jahres sein 80. Lebensjahr vollendete, ist nach wie vor im Betrieb tätig. Also auch hier eine relativ umfangreiche Beschreibung einer Schuhfabrik. Das sind jetzt nur wenige Beispiele, aber es ist wirklich eine sehr interessante Quelle für uns und auch für Sie wahrscheinlich. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe hier nochmal unsere Webseite, auch unseren Blog Archivspiegel, wo wir auch immer wieder Geschichten über Unternehmen darstellen. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Wir bieten Industriespaziergänge an und wir haben vor allem das Philipp-Holzmann-Archiv, ein Bildarchiv, was inzwischen auch in der Deutschen Digitalen Bibliothek zu finden ist. Baukonzern, sehr großer Baukonzern und sind, glaube ich, 350.000 Bilder, die wir da haben. Oder 380.000. Ja, danke schön. Und jetzt bin ich offen für Ihre Fragen.
Na, da sagen wir erstmal Danke. Das ist ein Rundumschlag gewesen. Und es gehört ja immer eine gewisse Neugierde dazu. Also ich bin gemeinhin neugierig. Als ich das erste Mal in das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv gekommen bin, hat es mich erschlagen, als ich die Bibliothek gesehen habe. Ich weiß nicht, wie viel zigtausend Bände das sind, bis unter die Decke gestapelt. Und diese Bibliothek muss erschlossen werden. Eben habe ich gerade nochmal nachgelesen, dass es ein Konzept dazu gibt, wie mit der Bibliothek jetzt da umgegangen wird. Und es ist unglaublich, was man an Informationen allein aus der Bibliothek gewinnen kann. Insofern hoffe ich, dass das hier mit dem solchen Kram jetzt mal irgendwann, also eigentlich ist es jetzt genug, die könnten aufhören damit. Damit ich kann nämlich hinlaufen. Das Schöne ist für mich, ich kann da hinlaufen. Das ist bei mir um die Ecke, diese ganze Archivlandschaft, das Landesarchiv und die jetzt Bundesarchiv, also was früher die WAST war, das ist auf, na, auf, was ist das denn, auf einen Kilometer, anderthalb Kilometer. Etwa liegen die alle schön dicht beieinander. Und insofern, ja, ich habe es sehr bequem, dahin zu gehen. Und ich hoffe, dass das bald mal wieder geht. Also schönen Dank erstmal und jetzt mal hier Feuer frei und Vielleicht Flamme. darf ich das noch kurz dazu sagen. Also als privates Archiv haben wir schon länger wieder Nutzer. Also wir lassen Nutzer zu. Wir lassen nur einen pro Tag zu, weil wir sehr klein sind. Aber wie gesagt, also Nutzer sind bei uns. Im Landesarchiv ist es im Moment sehr schwierig, einen Termin zu kriegen. Das weiß ich. Bei uns geht das noch. Und ja, vom Bundesarchiv hört man jetzt oder von der ehemaligen WAST, dass sie wegziehen wollen. Da bin ich mal sehr gespannt, wann das stattfinden wird. Ansonsten haben wir tatsächlich rund 30.000 Bücher. Und wir haben durch den Circus Busch-Bestand sicherlich eine der besten zirzensischen Bibliotheken in Deutschland. Ja, ich habe auch eine Frage. Und Ja. zwar interessiert mich nämlich genau dieser Bestand, der Artistenbestand. Und da habe ich mal geschaut, weil Sie Deutsche Digitale Bibliothek gesagt haben, bin auf die Seite gegangen, habe einfach Martin Scharf mal eingegeben. Da kommen dann 4 oder 5 Jahrestagungen der Gesellschaft der Zirkusfreunde, aber mehr nicht. Haben Sie vielleicht irgendeinen Direktlink zu den 13.000 Fotos? Oder mit welchem Trick finde ich die? Mit Zirkus wahrscheinlich eher. Und dann wird an der Seite ja immer die Archivgeber gesagt, wenn Sie dann auf das BBWA gehen, dann müssen Sie die finden. Da steht, wo finde ich das? Datengeber. Also, ja, ich habe ja jetzt, das ist auch ein ganz anderes. Moment, ich suche jetzt mal, ich habe ja jetzt gerade diese Seite da. So, und dann muss ich wo drauf gehen? Auf den Datengeber? Ja, Nee, das genau. Auf, finde ich da aber müsste nicht. dann irgendwo Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv. Ja, da steht Daten. Also ich habe ja jetzt nur diese Jahrestagung. Ne, Ja. da steht Foto, da sieht man aber kein Foto, sondern nur ein Fragezeichen. Genau, das ist dann ein So. Foto, was wir nicht, Und leider da. nicht veröffentlichen durften. Ja, so, und ich versuche es ja nur theoretisch, ne? Und wenn ich dann auf I gehe, steht dann da zwar was, aber ich komme dann nirgendwo hin. Da Wenn Sie fällt dann nur auch. Zirkus eingeben, geben Sie mal Das oben waren die Nutzer. nur Zirkus ein. Ja, jetzt kommen da 5.662 Ergebnisse. Auch unter Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv. Das weiß Genau, jetzt müssen Sie wieder gucken, ich. wo Ja, er. Moment, da kommen erstmal 5.662 Ergebnisse und ich müsste die jetzt alle nachgucken, weil ich ja bei jedem Einzelnen nach dem Datengeber gucken muss. Oder kann ich das Nein, irgendwo nein, nein, Sie angrenzen? können den Datengeber, es gibt links, ich müsste es mir jetzt mal Ergebnisse angucken. filtern. Okay, also ich müsste das muss ich dann auch suchen. Ne? Links Genau. kann man scheinbar was. Da müsste ich dann Das wahrscheinlich können Sie. nach was? Nach Datengeber filtern. Genau, nach Datengeber Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv filtern. Sie Ja. können aber auch, wenn Sie jetzt bestimmte Personen im Kopf haben, Ja, habe können Sie ich. mir einfach schreiben. Ja. Und dann gucke ich einfach mal, ob also unsere E-Mail-Adresse ist unter auf unserer Webseite zu finden.
Und dann können Sie mir schreiben und dann gucke ich, ob wir was dazu da haben. Ja, also das wären praktisch drei Personen, die ein Artisten-Trio gebildet haben, würde ich Ihnen dann schreiben, was ich über die weiß. Ja, super, vielen herzlichen Dank. Ja. Bitte, Dankeschön. Wir haben in der in dem Artikel in unserem Blog zum Archiv Spiegel wie zum BBWA verlinkt. Also dort findet man dann relativ schnell den Weg. Wie viele Menschen arbeiten denn bei Ihnen im Archiv, um diese ganzen Sachen unter Kontrolle zu bekommen? Also wir sind 1, 2, 3, demnächst 4 Festangestellte. Also meine Auszubildende ist jetzt fertig und wird auch jetzt erstmal übernommen. Dann sind wir 4 Festangestellte. Jetzt waren wir die ganze Zeit 3 Festangestellte und eine Auszubildende. Und wir haben auch fast immer ein oder zwei Praktikanten da, die schon also die Archiv studieren. Und wir haben meistens auch noch Ehrenamtler da. Also im Moment haben wir gerade, letztes Jahr hatten wir 2 Ehrenamtler, nein, 3. Der eine hat transkribiert. Der andere kümmert sich, der jetzt auch noch da ist, um ja, verschiedene Unternehmen und wo man dazu überhaupt ja, in alten Büchern sozusagen Informationen findet. Und die zweite Dame, die jetzt nicht mehr da ist, hat ein Jahr bei uns jeweils einen Tag gearbeitet und hat einen Bestand auch erschlossen. Das ist die Auer Gesellschaft. Und ja, es ist nicht immer einfach, wie Sie das schon wahrscheinlich mit Ihrer Frage auch überlegt haben, wenn so viele Sachen da sind. Unsere Bibliothek ist zum Großteil nicht erschlossen, zum Beispiel, weil wir dafür überhaupt keine Zeit haben. Erstmal sind wir das Archiv. Wir haben aber die Bibliothek so geordnet, dass die Dinge zu finden sind. Also, wie man sie früher halt aufgestellt hat, so dass man tatsächlich nach Themen oder auch nach Bezirken jetzt hier in Berlin oder auch nach Persönlichkeiten gucken kann und haben auch die Firmenschriften zum Beispiel nach Alphabet gestellt, also so, dass man wirklich die Dinge findet. Auch der IHK-Bestand ist nicht tiefenerschlossen, sondern wir hatten da mal vor vielen, vielen Jahren OCRs von den Karteikarten, die es dazu gab, machen lassen. Und über eine Excel-Tabelle haben wir das Ganze dann in unsere Datenbank gesetzt. Was bedeutet, dass wir jede Firma finden, die wir tatsächlich da haben. Aber wir wissen nicht unbedingt, was in der Akte drin ist. Dazu müssen wir sie erst ziehen. Also wenn es hochkommt, ziehen wir so im Jahr 100, 150 von den 380.000. Und die werden dann auch tiefer erschlossen. Also die werden immer dann erschlossen, wenn sie auch bezogen werden. Okay, danke. Ich habe noch eine Frage, und zwar in der Übersichtskarte, die Sie am Anfang gezeigt haben, waren ja 10 Wirtschaftsarchive, glaube ich, aufgeführt und Ja. auch nicht in allen Bundesländern. Und da stellt sich mir die Frage, ist das denn in manchen Bundesländern irgendwie anders geregelt oder gar nicht geregelt oder besteht dort kein Interesse oder sieht man keine Notwendigkeit, solche Wirtschaftsarchive anzulegen, Ja. weil IHK gibt es ja flächendeckend quer durch die ganze Bundesrepublik. Ja, es gibt Sachsen-Anhalt ist ein Problem. Sachsen-Anhalt wird zum Teil von uns mitbedient oder von den Sachsen, also vom Sächsischen Wirtschaftsarchiv. Aber es ist insgesamt ein Problem, dass es dort keins gibt. Es ist, Ja, ich ja, es habe ist. gesehen, also zum Beispiel Rheinland-Pfalz und Saarland haben gar nichts Nee, die haben da. auch nichts. Ja, das stimmt, die haben auch nichts. Ich weiß nicht, ob die das anders regeln.
Es ist nicht so einfach mit den Wirtschaftsarchiven. Also es war auch nicht so einfach, das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv zu gründen. Es muss ja immer jemand bezahlen. Und jetzt waren die IHKs weder die Brandenburgische, also ja, im Endeffekt hat es dann die Berliner übernommen, aber zum Beispiel die brandenburgische IHK-Unterlagen haben wir nicht. Die hat das Landesarchiv, das Brandenburgische Landesarchiv bekommen. Ähnlich war das, bevor es überhaupt ein Wirtschaftsarchiv gab in Berlin, da hat das Landesarchiv, das Berliner Landesarchiv, Bestände übernommen, die dort auch noch liegen. Die bekommen wir jetzt nicht auch einfach so. Und deswegen müssen wir auch oft Nutzer an verschiedene Stellen schicken. Was die anderen Bundesländer betrifft, kann ich es Ihnen nicht so genau sagen, wie das Saarland das macht oder wie Rheinland-Pfalz das macht. Ich schätze, dass die Landesarchive oder zum Teil auch die Stadtarchive sowas übernehmen. In Brandenburg, wir hatten jetzt gerade ein großes Projekt, dass wir uns Brandenburger Museen angeguckt haben oder die Archivbestände in Brandenburger Museen. Und haben dann festgestellt, dass dort sehr, sehr viele Unternehmensüberlieferungen liegen, von denen kein Mensch was weiß. Und die auch nicht erschlossen sind oder zum Großteil nicht erschlossen sind, sondern in irgendwelchen Kisten und Kästen ruhen. Es wird jetzt wahrscheinlich eine Aufstellung davon gemacht und dann auch mal veröffentlicht, damit man überhaupt weiß, was gerade in diesen Brandenburger Museen, die zum Teil ganz spannende Sachen haben, zu finden ist. Ich möchte kurz ergänzen, wenn du im Archivportal D nach Wirtschaftsarchiven suchst und filterst nach zum Beispiel Rheinland-Pfalz, dann siehst du, dass das Archiv der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz dort zu finden ist, aber auch die Industrie- und Handelskammer Trier und so weiter und auch Firmen, jede Menge Unternehmensarchive. Mhm. Also die Zersplitterung in, ja, weiß ich nicht, die IHK in der Pfalz, die betreibt ihr Archiv alleine, weil sie damit gut zurechtkommt. Das nicht in andere Hände geben will, wie auch immer, oder keinen findet, ist ja auch eine Möglichkeit. Und wie gesagt, im Archivportal D unter Wirtschaftsarchive kannst du dann nach den Bundesländern filtern und das ist dann doch recht ergiebig. Also man findet dann schon noch, wie gesagt, einen Haufen Unternehmensarchive. Es gibt auch so unterschiedliche Traditionen, das ist auch ganz spannend. Also zum Beispiel Stuttgart-Hohenheim, also das Baden-Württembergische, hat unglaublich viele Unternehmensbestände, weil dort sehr viel Mittelständler Firmen aufgemacht haben, also Familienbetriebe, die ewig da waren. Und die Mittelständler sind die, die auch abgeben, weil sie Angst haben, dass ihre Firma in Vergessenheit gerät, wenn sie mal das nicht mehr weiter vererben können oder aus irgendwelchen Gründen nicht weitermachen können. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Also das gerade Baden-Württemberg haben für mich eine super Überlieferung. In Berlin ist es viel schwieriger, weil hier auch sehr viel zerstört worden ist im Zweiten Weltkrieg. Dann habe ich da anschließend zum Stichwort Stuttgart-Hohenheim mal eine Frage. Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin im Besitz einiger vielleicht ganz interessanter Unterlagen. Und zwar hatten mein Urgroßvater und später drei Generationen von rund 1880 bis 1960 eine ganz kleine Fabrikation in Stuttgart. War eigentlich nur eine Werkstatt mehr oder weniger. Die haben Schleifsteine und Zubehör hergestellt für Lithografiefirmen und waren damit fast schon Marktführer, hatten auf jeden Fall Kunden in ganz Europa. Und da habe ich neben einigen anderen Einzelheiten zum Beispiel einen Stapel von circa 12 Zentimeter hoch von Postkarten aus dem Zeitraum 1885 bis 1912 oder so, mit Bestellungen oder Bitten um Prospekte oder so, aus dem man dann das Netzwerk
rekonstruieren könnte. Wären das Unterlagen, die für so ein Archiv auch interessant wären? Also ich würde sie Ihnen sofort nehmen, wenn es jetzt ein Berliner Unternehmen wäre. Ich kann jetzt nicht für die Stuttgarter sprechen, aber ich würde sie einfach mal ansprechen und ich glaube, die würden das auch nehmen. Also ja, ich will es nur vorher erstmal ein bisschen sichten und visualisieren, weil mich interessiert das Netzwerk ja selbst. Ja, also das ist, denke ich, sicher etwas, was die spannend finden. Aber, und das jedes, wie gesagt, jedes Archiv hat so seins. Ich würde jetzt bei Ihnen jeden Monat anrufen und fragen, ob Sie fertig sind mit Sichten. Weil ich den Bestand gerne haben wollen würde. Auf gut Deutsch hört sich spannend an. Hört sich spannend an, genau. Ja. Prima, danke schön. Bitte. Schön ist da wirklich auch die Sprache in der Zeit. Ja. Also die Art und Weise, wie die Geschäftskorrespondenz geführt wurde. Dabei möchte ich Sie gefälligst bitten, mir ganz umgehend auf gewöhnliche Weise zu setzen, 25 Stück Maschinenschleifsteine Trumpf, hochachtungsvoll. Beim nächsten dann, mein Vorrat ist aufgebraucht. Ja, nee, also das ist schön. Und ich, wie gesagt, ich würde es Ihnen sofort wegnehmen. Aber ist halt nicht Berlin. Ist nicht Berlin, nee. Da müssen Sie sich wirklich an Stuttgart-Hohenheim wenden. Aber die Kollegen sind sehr, sehr nett. Ich glaube, dass Sie da auch Ansprache finden. Ja, prima. Danke schön. Für die Nachfrage nach dem Saarland, also wenn man da im Archivportal D nachguckt, das ist überschaubar. Also Dillinger Hüttenwerke, die Saarstahl AG, Jansen Armaturen in St. Ingberg und dann Willeroy und Boch, Mettlach. Und dann ist jetzt ja, aber ich glaube, im Saarland müsste mehr vorhanden sein, so rein von dem. Und man muss dann einfach gucken. Also wenn kein Wirtschaftsarchiv da ist, jeweils die Landesarchive, und die können einen oft auch sagen, nee, das ist im Stadtarchiv oder da gibt es nichts mehr oder sonst was. Also da muss man wahrscheinlich wirklich ein bisschen suchen. Die Archivwelt ist groß. Gibt es für den nordbayerischen Raum? Ich habe gesehen, dass München existiert, aber der nordbayerische Raum Nürnberg ist bei Ihnen, also wo liegt da? Gibt es da irgendwelche Ansprechpartner oder Erfahrungen? Also ich würde bei den Münchnern fragen, weil die das bayerische Wirtschaftsarchiv sind und die können bestimmt auch sagen, in Nürnberg sind die dort und dort, sind die Unterlagen dort und dort, oder sie haben sie selber, das weiß ich nicht. Aber ich würde immer bei den Münchnern erstmal fragen. Jo, habe ich fast vermutet. Danke Ihnen. Ja. Ich habe noch eine Frage zu den Lochkarten von der Firma Lähkamp. Da stand unten drauf Flächenlochkarten. Mhm. Und da war so eine spezielle Lochung, die früher, glaube ich, mit Nadeln konnte man die dann sortieren. Und die Gesuchten, je nachdem, wie man die Nadel gesteckt hat, fielen dann raus. Können Sie dieses System heute noch verwenden oder ist das jetzt Geschichte? Also das Witzige ist, Herr Moser hat auch schon ganz begeistert auf diese Lochkarten geguckt, als wir das so durchgesprochen haben. Ich habe heute mal geguckt, diese Lochkarten sind so ziemlich die einzigen. Vielleicht hat meine Auszubildende deswegen diese Karten rausgesucht, weil sie anders aussahen. Die meisten dieser Karten sind keine Lochkarten. Und wir haben auch kein System, um das lesen zu können. Also ich weiß es nicht. Ja, dann braucht man, glaube ich, kein System. Da wurden Nadeln reingesteckt und ja. Man hat den Stapel Karten hochgehoben und je nachdem, wie man die gesteckt hatte, fielen die Gesuchten dann automatisch raus. Ja, ah, aber, so war das. Aber es setzt ja dennoch voraus, dass du das System dieser Löcher erarbeitest. Also von daher, wie wir Anfang der Woche den Vortrag kurz mal an die Kickner hat gesagt, halt, machen Sie mal eine Folie zurück, weil ich die Lochkarte gesehen habe. Und wenn man versucht, habe ich nämlich gemacht, ein bisschen zu recherchieren, dann ist die Lebenszeit
der Lochkarten, das ist sehr überschaubar. Also das hast du vielleicht von, schwer zu sagen, sagen wir mal 1950 bis in die 60er Jahre drin. Und dann kommen schlichtweg andere Verfahren, das wird dann also verdrängt. Die Lochkarte selber finden wir, wenn ich es richtig erinnere, 1800 habe ich vergessen, an Webstühlen. Also von daher ist die Geschichte der Lochkarte, der Informationsverarbeitung, eine ganz spannende Sache. Wie gesagt, ich war ganz begeistert, wie ich diese Lochkarte gesehen habe. Habe gesagt, machen Sie mal größer, welche Firma hat denn das hergestellt? Also von daher kommst du sehr leicht dazu, dich auch damit zu beschäftigen, was ja, und richtig ist, man hat Nadeln gesteckt. Hat man Rahmen gehabt, hat man Nadeln gesteckt, dann hat man geschüttelt, was rausgefallen ist. Das war die Information, die man gesucht hat. Aber jetzt musste das System noch erkennen, was haben die sich gedacht in der Handwerkskammer. Ist der Mann noch da, der das eingeführt hat und kann das erklären? Wahrscheinlich denn. Also ich glaube noch nicht mal, dass das System dort je verwendet wurde, weil wie gesagt, ich habe kaum Karten, die solche Lochkarten sind. Es ist wirklich ein ganz großer Zufall, dass das jetzt zwei Stück von Lekamp sind, die wirklich diese Lochkarten haben. Und was mir aufgefallen ist, es werden unglaublich unterschiedliche Karten verwendet. Es werden oft Karten auch doppelt verwendet, also dass auf der Rückseite was war und dann hat man das überklebt und hat auf der Vorderseite noch irgendwas dazu gesetzt. Also es kann auch sein, dass diese Karte hier für was ganz anderes mal, obwohl das kann nicht sein, weil hier steht HK ausgestellt am, also die ist schon für die Handwerkskammer gemacht worden. Aber ich weiß nicht, wir haben davon so gut wie gar keine. Also wir haben welche, aber nicht richtig viele. Und man müsste jetzt eigentlich hingehen und gucken, wie viele haben wir, aus welchen Jahrgängen sind die? Und dann könnte man vielleicht weiter recherchieren danach. Falls Sie es nicht lesen konnten, also steht hier EKH, Flächenlochkarte, es gibt eine Bestellnummer, Nachahmung wird verfolgt. Und das ist EKH Organisation Edler und Grieche in Hannover. Aber ich habe Herrn Musop sowieso gesagt, dass ich ihm dann nochmal ein Foto schicke und damit er sich das nochmal genau betrachten kann. Also wenn Sie da auch Interesse dran haben an dieser Lochkarte, dann müssen Sie sich an Herrn Mosolf wenden. Ja, wenden Sie sich an mich. Und dann können Sie da. Aber es ist eine spannende Geschichte der Aufbereitung von Informationen. Also von daher hat die Lochkarte, wie gesagt, seit 1800 4 oder 6 oder so in der Dreh rum, kannst du nachweisen an mechanischen Webstühlen, dass die damit dann programmiert wurden, also ihr Muster zu weben hatten. Und es steckt jede Menge Potenzial hinter der Lochkarte. Und das hat mich, ja, war die zweite Seite oder die dritte Seite im Vortrag, ich gesagt, halt zurück, nicht dann, was ist das? Von daher kann ich das verstehen. Weil also was ich machen könnte, weil in meinem Fachbereich, weiß ich, gab es früher mehrere Artikel über Lochkarten. Wir haben so ein, also ich bin wissenschaftliche Dokumentarin und wir haben so eine Bibel, die immer wieder über Jahre hinweg verändert wurde und immer Fachartikel drin sind. Und ich weiß, da gab es früher auch eine Menge Artikel über Lochkarten. Und ich weiß auch, wen ich fragen kann. Also wenn das interessiert, dann frage ich eine Kollegin von mir mal, die darüber ganz gut Bescheid weiß, was in den einzelnen Dingen da veröffentlicht worden ist. Ich habe gerade mal einen Artikel heruntergeladen, der heißt Technische Hilfsmittel geistiger Arbeit. Da sind diese Lochkartensysteme abgebildet und auch beschrieben. Mhm. Okay, gut. Mhm. Kleine Anmerkung, wenn es erlaubt ist. Also ich habe 62 angefangen in einem Steuerberatungsbüro und habe mit Lochkarten Löhne abgerechnet. Aber wie das funktioniert hat und wie das Ganze war, keine Ahnung mehr, aber wir haben mit Lochkarten unsere Personalbestände bearbeitet.
Also diese Karte hier muss ja, weil die sprechen ja hier über eine Löschung 1989 und dann ist die eigentlich relativ spät. Ja. Also das, oder es wurde später eingetragen. Also vielleicht ist die Karte, ist wahrscheinlich in den ja, 40er Jahren. Na, kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht eher in den 60er Jahren das ist ja die zweite Karte von Le Camp oder die dritte, in den 60er Jahren geschrieben worden. Und dann haben sie das später noch eingetragen mit dem 89. Also ich weiß nicht, inwieweit die Handwerkskammer da je überhaupt mitgearbeitet hat. Und wenn es wirklich etwas war, was es nur in den 60er Jahren gibt, befürchte ich auch, gibt es keine Mitarbeiter mehr, die darüber Ahnung haben. Wir haben die alten Karten gefädert und später sind die dann mit dem Magnetband ausgelesen worden. Da wir jetzt nicht noch Meldungen haben, bedanke ich mich einfach mal bei allen Beteiligten, insbesondere bei der Frau Ziegler. Ja, für heute schönen Dank an alle und wir sehen uns spätestens in 4 Wochen wieder. Thank you.